So, es ist ein weiteres Level. Eine verzweifelte Flucht heißt, glaube ich, die Level. Ja, ich kenne die Level noch. Als ich auf meinem alten Kanal die aufgenommen habe, auf Soldat, bin ich 5 bis 6 Mal gestorben, bis ich es auf Rekrut gestellt habe. Das hat gar keiner bemerkt, dass ich das auf Rekrut gestellt hat. Das Treffen läuft. Feindlicher Transport beim Vorstoß ins Zielgebiet gesichtet. So, das ist, glaube ich, die Barrett. Der Wind ist etwas stärker. Also entweder ausgleichen oder ein bisschen warten. Aber vielleicht geht er, bevor es besser wird. Deine Entscheidung. Denk daran, was ich euch gelehrt habe. Vergesst nicht, dass die Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit die Kugel beeinflussen. Auf diese Entfernung müsst ihr auch die Corioliskraft mit einberechnen. Ja, schon okay. Da ist er. Okay, ich glaube, ich sehe ihn. Auf mein Zeichen warten. Ziel erfasst. Positive Identifizierung von Imran Zakayev. Ruhig. Und die Fahne im Auge behalten. Windgeschwindigkeit und Richtung sind entscheidend. Toll. Ach, wo ist der denn hergekommen? Geduld, Kumpel. Auf freies Schussfeld warten. Verdammt, daneben. Hätte wohl warten sollen, bis der Wind abflaut. Verdammt! Dass die Wind immer so heftig ist. Ich habe auf der Fahne geglotzt. Die Fahne hat... die Dings gehabt. Toll. Gute Sache. Der Wind ist etwas stärker. Also entweder ausgleichen oder ein bisschen warten. Aber vielleicht geht er, bevor es besser wird. Deine Entscheidung. Ja, gut. Ich werde jetzt nochmal auf die Fahne achten. Vergesst nicht, dass die Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit die Kugel beeinflussen. Auf diese Entfernung müsst ihr auch die Corioliskraft mit einberechnen. Okay, ich glaube, ich sehe ihn. Auf mein Zeichen warten. Verdammt, daneben. Ich hätte wohl warten sollen, bis der Wind abfällt. Ach, toll. Ja, ich höre jetzt auf. Ich warte ab, bis er mir sagt, dass ich schießen kann. Toll, jetzt ist er wieder ungeschoren davongekommen. Naja, egal. Dann warte ich halt, bis er mir das Zeichen gibt. Also entweder ausgleichen oder ein bisschen warten. Aber vielleicht geht er, bevor es besser wird. Deine Entscheidung. Denkt daran, was ich euch gelehrt habe. Vergesst nicht, dass die Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit die Kugel beeinflussen. Auf diese Entfernung müsst ihr auch die Corioliskraft mit einberechnen. Muss er? Ach, da. Bitte, ich habe die ganze Zeit dahin gezielt. Okay, ich glaube, ich sehe ihn. Auf mein Zeichen warten. Zack! Perfekt! Scheiße, sie sind hinter uns her. Schalte diesen Helikopter aus, das verschafft uns etwas Zeit. Guter Schuss, Lieutenant. Gehen wir. Schön, tschüss. So, jetzt hat es endlich geklappt, weil ich ein bisschen das Fahnenkreuz oder das Zielfernrohr verstellt habe. Jetzt, ab jetzt hier, bitte schwer. Wir müssen die Abkürzung nehmen. Mir nach. Wo habe ich denn jetzt die AK her? Die brauche ich nicht. Ich will meine G36C haben. Wiederhole, wir wurden entdeckt. Sind jetzt unterwegs zum Evakuierungspunkt 4. Alpha 6, Big Bird ist unterwegs. Geschätzte Ankunftszeit 20 Minuten. Seien Sie pünktlich. Unser Sprit ist schon knapp. Ende. Oh. Wir schütteln sie im Apartment ab. Los. Hier bin ich eigentlich jedes Mal auf Soldat gestorben. Das kommt, weil ich öfter schon diese Shooter gespielt habe und auch die ganzen
Sachen hier kenne. Gut, da ist keiner mehr. Er macht jetzt leider die Tür auf. Die epische Musik ist so cool. Schnell eine Claymore an der Tür da vorne platzieren. Ziel erledigt. Pech gehabt. Mehr hinter uns. Ruhe? Ja. Ruhe. Er steht mitten auf dem Schlachtfeld. Da ist der Heli, den müssen wir abschießen. Gute Nacht, Bastard. Ich würde mal aufpassen. So. Ja, dann müssen wir. Wir können es immer noch schaffen, wenn wir uns beeilen. Feind, komm näher. Bring mich in eine gute Position, von der aus die Deckung gehen kann. Geht's jetzt? Ja, Ruhe. Zu gehen. Heb mich hoch. Anscheinend ist, glaube ich, hier noch keine Laptops. Hier ist noch kein Laptop. Ich glaube gleich oder bald. Mal gucken. Die Szene wird hier auch stark. Also und schwer. Wenn ruhig hier. Bleiben. Mistkerl. Wo bist du? Jo, gut. Haben wir das auch geschafft? Das Gebiet war eigentlich auch sehr einfach. Zu dem Apartment. Wir werden sie dort abschütteln. War das jetzt gerade eine Granate? Ja. Na, ist egal. War das jetzt. Sag mal, wie oft ist das eine Granate? Na, egal. Na komm, ruhig rein. Tja. Pech gehabt. Moment. Zunächst müssen wir die Räume überprüfen. Ach so. Okay. Mache ich das. Du Sau. Ach hier, das ist jetzt das Apartment mit den zwei Hunden. Ja, ich habe davor The True Pactons Video geguckt, weil ich nicht ganz genau weiß, wo die Laptops sind. Ja, hier können wir ihn erstmal schön absetzen. Wir klettern hier die Leiter hoch. Ganz nach oben. Aber ich verstehe nicht, warum oder was macht hier oben ein Laptop? Aber bevor wir hier sterben und runterfallen, nehmen wir einfach auf einfachen Weg